Hallo, heute will ich über ein weiteres wichtiges Thema sprechen, über das ich in den deutschen alternativen Medien noch sehr wenig bis gar kein Wort gehört habe. Es ist das in Anführungszeichen geheime Wissen über das Zusammenspiel der zwei Gehirnhälften. Ich will darüber sprechen, was dieses Wissen für uns bedeutet, beziehungsweise wie die Elite dieses Wissen ausnutzt, um uns zu steuern. Ich muss nicht damit hinterm Berg halten, dass das Material, das ich jetzt bespreche, nicht von mir ist, sondern von dem Ex-Satanisten Mark Passio. Mark Passio ist ähnlich wie Hans-Hermann Hoppe eine der Personen, die wirklich Außerordentliches für die Freiheit leistet und jemand, der Libertarismus auf das nächste Level bringen könnte. Er ist aus der Church of Satan von Anton LaVey ausgetreten und klärt sein Publikum jetzt über die Geheimnisse auf, die die Elite vor uns versteckt. Und praktisch nichts von seinem Wissen und seinem Material beißt sich mit dem, was ich erzählt habe, bevor ich ihn kennenlernen durfte. Er hat nur mein Wissen nochmal erweitert. Es geht um Okkultismus, um dunklen Okkultismus. Dunkler Okkultismus heißt, man benutzt Wissen gegen andere Menschen, die dieses Wissen nicht haben. Und es ist heute in Zeiten des Internets nicht so, dass dieses Wissen noch wirklich geheim wäre. Nur die Okkultisten setzen darauf, dass sich die große Masse der Menschen nicht informiert und nicht nachvollziehen kann, welche Methoden gegen sie eingesetzt werden. Also das, was ich jetzt erzähle, steht nicht exklusiv auf einer Schriftrolle im Haus der Rothschilds, wo es vor den Nicht-Eingeweihten versteckt wird, sondern es ist öffentlich zugängliches Wissen, das auch wissenschaftlich nachgeprüft werden kann. Es wird einem so, wie ich es jetzt erkläre, aber nicht in der Schule, den Universitäten oder den Medien vermittelt und damit auch äußerst selten von Familie und Freunden. Die Elite will dieses Wissen für sich und deshalb wird es nicht übermäßig an die breite Bevölkerung weitergegeben. Also verzeiht mir kleinere Fehler, ich bin auch kein Experte, aber im Groben ist das, was ich euch jetzt erzähle, korrekt. Es geht um die beiden Gehirnhälften, wie sie zusammenarbeiten sollten, wie sie es bei den meisten Menschen leider nicht tun und wie die Sozialingenieure alles dafür unternehmen, dass die beiden Gehirnhälften aus dem Gleichgewicht geraten. Ich weiß, Neurologie ist tausendfach komplexer, aber generell ist es so. Die linke Gehirnhälfte ist primär für Intellekt, Logik, Wissenschaft, Mathematik und so weiter verantwortlich. Also der analytische Teil des Gehirns, der sich vor allem um die Lösung sachlicher Probleme kümmert. Im Okkultismus gibt man der linken Gehirnhälfte die Eigenschaft männlich, man symbolisiert sie durch die Farbe Rot und durch ein Dreieck mit der Spitze nach oben. Die linke Seite ist die eher sachliche, pragmatische Seite des Gehirns, deshalb nennt man sie auch männlich, da das eher männliche Eigenschaften sind. Die rechte Seite steuert primär Emotion, Intuition, ganzheitliches Denken, Mitgefühl, Kreativität. Die Okkultisten geben der rechten Gehirnhälfte die Eigenschaft weiblich, symbolisieren sie mit einem Dreieck mit der Spitze nach unten in der Farbe Blau. Klar, denn Emotionalität und Mitgefühl sind eher weibliche Eigenschaften. Dass die Geschlechter eher in eine entweder analytische oder emotionale Richtung tendieren, ist klar. Das ist natürlich. Aber bei einem gesunden, geistig ausgeglichenen Menschen müssen beide Seiten aktiv sein und zusammenarbeiten. Bei beiden Geschlechtern muss sowohl die weibliche als auch die männliche Gehirnhälfte funktionieren. Man kann als Mensch nur wirklich für Freiheit stehen, wenn diese beiden Gehirnhälften in Balance miteinander funktionieren. Nur bei einer Balance der Gehirnhälften kann man einerseits in Harmonie mit dem Naturrecht leben, es andererseits auch verteidigen, wenn es darauf ankommt. Wer nicht weiß, was ich mit Naturrecht meine, der checkt bitte meine zwei Videos zum Kult des ultimativen Bösen. Also jede Person, deren Gehirnhälften nicht im richtigen Zusammenspiel arbeiten, hat einen Gehirnschaden, denn die Natur hat es so vorgesehen, dass die beiden Gehirnhälften sich richtig ergänzen. Deshalb sage ich vollkommen ernsthaft, die große Mehrheit der Menschen hat einen Gehirnschaden. Ich meine das nicht im übertragenen Sinne, ich meine eine schwerwiegende Schädigung des Gehirns bei der Mehrzahl aller Menschen. Und ich schließe mich selbst davon auch nicht aus, aber ich bin einen Riesenschritt weiter als die meisten anderen Menschen, da ich mir wenigstens dessen bewusst bin. Die Elite weiß, dass sie die Gehirnhälften aus ihrer Balance bringen muss, um Sklaven zu erschaffen. Deshalb ist sowohl die Gedankenkontrolle und die Propaganda als auch die chemische Kriegsführung durch das Essen, die Impfungen und so weiter darauf ausgelegt, die beiden Gehirnhälften aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich sage nicht, diese Maßnahmen zielen nur darauf ab. Propaganda ist natürlich auch dazu da, einen einfach anzulügen und die vergiftete Nahrung soll nicht nur das Gehirn schädigen. Man kann natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich sage nur, der Angriff auf das Gehirn ist ein wesentlicher Teil der Kriegsführung gegen uns. Also schauen wir uns mal an, was passiert, wenn eine Gehirnhälfte über die andere dominiert. Es entstehen je nach Gehirnhälfte die unterschiedlichsten Charakterstörungen
Und man kann dabei oft nicht mal sagen, welche Gehirnseite dominiert, denn das Ungleichgewicht kann in beide Richtungen ausschlagen. Hier mal ein paar Symptome der Dominanz des linken analytischen Teils des Gehirns. Wenn der linke Teil dominiert, dann entwickelt man eine sehr irdische, egoistische, teilweise auch nihilistische Persönlichkeit. Die linke Gehirnhälfte kümmert sich vor allem um den Überlebensinstinkt. Das heißt, bei der Dominanz der linken Gehirnhälfte ist man zwar gut darin zu denken und sachliche irdische Probleme zu lösen, aber es fehlt der Einfluss der rechten Gehirnhälfte, weshalb man bei extremer linker Dominanz so wird wie ein gefühlloser Roboter. Man hat kognitive Fähigkeiten, aber keine Seele, man hat Intellekt, aber keine ganzheitliche Intelligenz. Denn die rechte Gehirnhälfte muss eben auch funktionieren und die Fähigkeit für Emotionen und Mitgefühl aktivieren. Das bedeutet aber nicht, dass sich die rechte Gehirnhälfte nur um Emotionen kümmert. Es ist sowieso nicht so einfach, wie ich es darstelle, aber es ist die einfachstmögliche Darstellung, die trotzdem im Wesentlichen wissenschaftlich korrekt ist. Also die rechte Gehirnhälfte ist neben den Emotionen auch zuständig für das ganzheitliche Denken und die Kreativität. Das sind wiederum kognitive Fähigkeiten, die auf dieser emotionalen Komponente der rechten Hälfte beruhen. Vor allem ganzheitliches Denken ist entscheidend. Ganzheitliches Denken bedeutet, verstehen, was um einen herum passiert. Wer ganzheitlich denkt, macht nicht das Gleiche wie jemand, der eine mathematische Gleichung mit der linken Gehirnhälfte löst. Wer ganzheitlich denkt, nimmt sowohl emotional als auch mit seinem Intellekt wahr, was allgemein auf der Welt vor sich geht. Wenn die linke Gehirnhälfte dominiert, dann ist das ganzheitliche Denken nicht aktiviert und man läuft allein irdischen Zielen nach, wie in einem Rollenspiel oder einem Ego-Shooter. Aber man muss nicht zwingend abstumpfen, man kann auch durch die ständige Benutzung allein der linken Gehirnhälfte sehr naiv werden und nicht verstehen, wie andere Menschen ticken. Man hat bei linker Dominanz kein oder wenig Bewusstsein. Wenn man wiederum dadurch extrem abstumpft, ist man im Grunde einem Tier sehr ähnlich, das jagt, um zu überleben. Das heißt, man geht zur Arbeit, man kriegt sein Geld und hofft, dass man eines Tages mehr Geld bekommt und das war's dann auch. Denn es gibt ja sonst nichts von Bedeutung in diesem Leben. Leider ist die Denkweise von sehr vielen Menschen leider so engstirnig, dass es Menschen wie mir schwer fällt, mich überhaupt noch mit ihnen zu unterhalten. Leute, die im Jahr 2016 leben, einer Zeit, in der die Welt kurz vor dem Kollaps steht und sie kurz davor sind, den Rest ihrer Freiheit auch noch zu verlieren. Und man muss sich mit ihnen darüber unterhalten, wie viel Geld sie verdienen, dass sie sich Hoffnungen machen, in 2 Jahren eine Gehaltserhöhung zu bekommen, welches Auto und welche Couch sie sich bald kaufen. Diese Leute sind geisteskrank, obwohl sie natürlich darauf bestehen werden, dass ich der Kranke bin. Ich kann ihnen aber versichern, sie sind geisteskrank. Es gibt Leute wie Oliver Janich, die ihre ganze Existenz aufgeben und ins Ausland flüchten, weil die Lage so verdammt ernst ist. Europa steht kurz vor dem Untergang und diese Leute sitzen da und labern was von ihrem Beruf und wie viel Geld sie verdienen, als ob das noch irgendeine Rolle spielen würde. Aber zurück zu den Gehirnhälften. Also die extremste Form von linksseitiger Dominanz ist natürlich der Psychopath. Jemand, der körperlich nicht mehr in der Lage ist, seine rechte, emotionale Gehirnhälfte zu aktivieren. Das heißt, ein Psychopath kann analytisch extrem intelligent sein, gerade weil ihn seine rechte Gehirnhälfte nicht belastet. Aber ihm fehlt das, was ihn zu einem vollwertigen Menschen machen würde. Mitgefühl, Emotionen, aber eben auch Bewusstsein und Kreativität. Wenn dagegen die rechte Seite dominiert, dann verschwindet zwar der Egoismus der linken Seite, aber man schlägt um in ein anderes Extrem. Denn bei der Dominanz der rechten Seite verkümmert der Gedanke, dass man selbst ein Mensch ist, der bestimmte Rechte hat und dem man diese Rechte auch nicht absprechen darf. Man ist nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass einem Unrecht angetan wird und dass man sich dagegen wehren muss. Die Dominanz der rechten Gehirnhälfte führt unter anderem zu Naivität, Kindlichkeit, Sklavendenken, primitiven religiösen Glauben. Was wichtig ist, egal welche Seite dominiert, im Kopf des Menschen herrscht je nach der Stärke der Unausgeglichenheit moralischer Relativismus. Wer linksseitig ist, denkt, ich habe das Recht, über andere zu herrschen, denn das Leben ist nur Survival of the Fittest. Egal, was ich anderen antue, es gibt eh kein richtig und falsch. Das ist natürlich der Extremfall. Bei den wenigsten Menschen ist es so stark ausgeprägt, aber sehr viele und leider immer mehr Menschen zeigen starke Tendenzen in diese Richtung. Wenn man rechtseitig ist, denkt man sich, ich selber habe eh keine Rechte. Es ist okay, wenn ich versklavt bin. Ich werde mich nicht verteidigen. Macht mit mir, was ihr wollt. Es gibt sowieso kein richtig und falsch. Also die vollkommen geisteskranke Behauptung, man könne sowieso nicht sagen, was richtig und falsch ist. Moralischer Relativismus. Aber das interessiert
kritisiert das Naturrecht einen feuchten Dreck. Das Naturrecht ist eine unpersönliche Kraft, die nach bestimmten Regeln funktioniert. Und Okkultisten wissen, dass das Naturrecht gilt und für immer gelten wird. Nur diese Einsicht wollen sie vor den Nicht-Eingeweihten verstecken. Und da das so wunderbar funktioniert, herrscht heute höchstwahrscheinlich der größte moralische Relativismus in der Geschichte der Menschheit vor. Jetzt will ich erklären, was im Gehirn passieren sollte, damit ein harmonisches Gleichgewicht im Geist eines Menschen vorherrscht, wodurch er echte Erleuchtung erlangen kann. Auch für diese Erklärung gebe ich keine hundertprozentige Gewähr, aber auch das, was ich jetzt sage, sollte im Wesentlichen stimmen. Also das Gehirn ist in drei Bereiche unterteilt. Das Großhirn, das limbische System und das Stammhirn, auch Reptiliengehirn genannt. Das Großhirn ist das Kommandozentrum des Gehirns. Zu diesem Großhirn gehören die zwei Gehirnhälften, vor allem der Neokortex, die oberste Schicht des Großhirns, ist beim Menschen äußerst leistungsfähig und unterscheidet uns klar von den Tieren. Wenn die Gehirnhälften des Großhirns richtig zusammenarbeiten, dann regiert der Neokortex die niederen Gehirnteile. Das Reptiliengehirn oder Stammhirn kümmert sich um den Überlebensinstinkt, das limbische System ist für die Emotionen zuständig. Diese beiden Gehirnteile werden von der linken und rechten Gehirnhälfte gesteuert. Das Reptiliengehirn von der linken Hälfte und das limbische System von der rechten Hälfte. Wenn nun eine Gehirnhälfte beginnt zu dominieren, dann wird man entweder vom Reptiliengehirn oder vom limbischen System regiert. Wenn das Reptiliengehirn regiert, wird man triebgesteuert und emotionslos. Das Bild eines Reptils passt recht gut zu diesem Geisteszustand. Ich werde jetzt nicht mit der Reptiliensymbolik anfangen, aber die hat definitiv etwas damit zu tun. Wenn das limbische System regiert, dann wird man von Angst und Emotionen gesteuert. Nur wenn beide Gehirnhälften in Harmonie zusammenarbeiten, erreicht man wahre Erleuchtung. Das allsehende Auge wird geboren, wie dieses Bild zeigt. Und Erleuchtung bedeutet eben nicht New Age Erleuchtung, wie ich gleich noch erklären werde. Bei der richtigen Zusammenarbeit beider Gehirnhälften wird die Zirbeldrüse aktiviert. Und da diese etwa auf dem Level der Stirn ist, bezeichnet man sie auch als drittes Auge. Es liegt nahe, dass zum Beispiel das Auge des Horus der Ägypter diesen inneren Teil des Gehirns darstellt. Und möglicherweise hatten schon die Ägypter dieses versteckte Wissen darüber, wie das Bewusstsein funktioniert. Wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert und dieses Wissen vor anderen versteckt, dann ist man ein Okkultist. Okkult heißt versteckt. Wenn man Wissen vor anderen versteckt, dann weiß man etwas, was sie nicht wissen. Man hat mehr Wissen als sie. Man benutzt diese Wissensasymmetrie dann, um den anderen zu schaden. Dann ist man ein dunkler Okkultist. Man selbst ist erleuchtet und die anderen tappen im Dunkeln. Deshalb der Name Illuminati, die Erleuchteten. Eine der okkulten Weisheiten, die unter anderem Aleister Crowley verbreitet hat, nennt sich Know Thyself, erkenne dich selber. Es gibt ja auch einen Drake-Song, der so heißt. Es geht den Okkultisten darum, sich selbst kennenzulernen und die menschliche Psyche wirklich zu verstehen. Denn wenn man sich selbst nicht kennt, dann ist man ein leichtes Opfer für jede Manipulation. Es geht darum zu verstehen, wie man als Mensch funktioniert und dieses Wissen dann zu verstecken, um andere nicht erleuchtete fehlzuleiten. Erkenne dich selber, aber lass andere sich nicht selbst erkennen. Es geht den Okkultisten darum, ihr Gehirn in Balance zu halten, während sie das Gehirn der anderen destabilisieren. In erster Linie soll es destabilisiert werden, dass es Herrschaft akzeptiert, egal in welcher Form. Das ist das Allerwichtigste. Egal welchen Schaden man hat, Hauptsache man akzeptiert die eigene Versklavung. Deshalb kommt für mich jetzt der interessanteste Teil dieses Videos, in dem ich auf Personen eingehe, bei denen das Gehirn im Ungleichgewicht ist. Dabei gehe ich sowohl auf allgemeine Personengruppen ein, als auch hin und wieder auf konkrete Personen. Durch die Dominanz der linken Gehirnhälfte kommt es unter anderem zu extremen Skeptizismus, Pessimismus, Atheismus, Anbetung der Wissenschaft und autoritärem Verhalten. Also erstmal die für mich etwas harmloseren linksseitigen Defizite. Das wären zum Beispiel Atheismus und Anbetung der Wissenschaft. Allgemein gibt es natürlich kaum etwas Wichtigeres als Wissenschaft und ich meine nicht, dass Wissenschaft an sich etwas Schlechtes ist. Ich meine natürlich auch nicht, dass die Götter und Schriften, die uns die Religionen verkaufen wollen, nur annähernd ernst zu nehmen sind. Es geht bei der Anbetung der Wissenschaft mehr darum, dass sie dazu führen kann, dass man glaubt, man wäre eh nur eine vollkommen unbedeutende Kohlenstoffverbindung
die im Weltall herumfliegt. Ein sehr nihilistisches Weltbild. Atheismus kann in vielen Fällen dazu führen, dass man sich denkt, man ist eh nur sowas wie ein etwas höher entwickeltes Tier, also kann man sich auch wie im Tierreich verhalten und zum Raubtier werden. Diese Ansicht kann sehr schnell zu moralischem Relativismus führen. Das sieht man bei vielen Atheisten, definitiv aber nicht bei allen. Trotzdem sticht es sehr ins Auge. Ein Großteil der Atheisten macht sich über die Religiösen lustig, aber selber akzeptieren sie den Staat, der nichts anderes ist als eine Religion. Und auch hier ist Religion nicht im übertragenen Sinne gemeint. Es ist ein Glaube an eine Idee, die auf vollkommen falschen Annahmen beruht. Das heißt, der Glaube, Staaten wären etwas Sinnvolles, ist ein irrationales und auch unwissenschaftliches Gedankengebäude, genau wie die Idee von 72 Jungfrauen nach dem Tod. Das hält einen großen Teil der Atheisten aber nicht davon ab, sich als links zu bezeichnen oder Merkel zu wählen. Die große Mehrheit der Atheisten glaubt an den Staat und die Demokratie. Atheisten sind also nicht viel besser als die Religiösen, über die sie sich lustig machen, denn sie akzeptieren etwas nachweislich Falsches als wissenschaftliche Wahrheit, so wie Religiöse. Und da die Atheisten ja so extrem versiert in Wissenschaft sind, wird es ihnen bestimmt leicht fallen, mir zu erklären, dass Ökonomie keine Wissenschaft ist. Also ran ans Werk, Zeit, die Ökonomie zu widerlegen. Denn wer Staaten akzeptiert, missachtet die Ökonomie und leugnet damit eine seriöse Wissenschaft. Das ist ein Fakt. Aber ich bin mir sicher, es wird in den Kommentaren den ein oder anderen geben, der sich als linker Atheist bezeichnet und den Nerv besitzt, mir das Gegenteil erklären zu wollen. Da bin ich schon mal gespannt. Zudem ist Atheismus selbst ja auch so etwas wie eine Religion. Denn woher nimmt man die Hybris zu sagen, man weiß 100%, es gibt weder eine höhere Kraft noch eine tiefere Erkenntnis über die Bedeutung unserer Existenz? Warum soll es nicht möglich sein, dass es irgendwo eine bewusste Kraft gibt, die dieses Universum steuert? Es ist deshalb deutlich gesünder, Agnostiker zu sein, der sich diese Option offen hält, ohne in religiösen Wahn zu verfallen. Klar kann man sich immer noch über die Religiösen lustig machen, die ich gleich noch behandeln werde, aber wie kann man zu so einer steilen Aussage kommen, dass man sich 100% sicher ist, dass es keine höhere steuernde Kraft gibt? Natürlich kann man die Religiösen verarschen, weil die ihre komischen Götter ja ohne jeglichen Beweis als Realität ansehen. Das ist nichts anderes, als an das Spaghetti-Monster zu glauben. Aber dass man sein Gehirn vor jeglicher Möglichkeit einer höheren Kraft verschließt, ist in der Tat auch sehr engstirnig. So erkennt man als Anarchist ja, dass hier auf diesem Planeten das Naturrecht gilt und man sieht, in welche Richtung sich die Menschheit entwickelt, wenn das Naturrecht gebrochen wird. Sowjetrussland oder Hitler-Deutschland. Wenn das Naturrecht halbwegs gut geschützt ist, dann entsteht enormer Reichtum und Fortschritt. Und man sieht auf diese Art klar, dass es zumindest hier auf der Erde eine unpersönliche Kraft gibt, die auf ihre Weise Moral belohnt und die auf ihre Weise Ungerechtigkeit bestraft. Nur ist es im Falle von Naturrecht leider nicht so, dass einem sofort ein Hammer auf den Kopf fällt, wenn man etwas Falsches tut. Aber da man klar sieht, dass eine Gesellschaft, die sich weitgehend an das Naturrecht hält, auf dieser Erde belohnt wird, liegt es auch nahe, dass die Rücksichtnahme auf das Naturrecht überall im Universum gilt. Deshalb könnte man zu dem Schluss kommen, dass diese Regeln nicht zufällig existieren. Man könnte zumindest zu der Vermutung gelangen, dass das Universum eine Art Bewusstsein hat. Und deshalb finde ich dogmatischen Atheismus nicht angebracht. In der Hardcore-Atheismus-Gemeinde herrscht leider oft extremer Nihilismus vor, denn wenn man es mit dem Atheismus zu weit treibt, dann ist eben alles nur ein Zufall und wir sind nur ein Zellhaufen, der im Laufe der Jahrmillionen eh keine Rolle spielen wird. Man könnte also genauso gut tot sein. Wie gesagt, das ist eben die extrem gefährliche Form von Atheismus. Jemand wie die vulgäre Analyse ist zum Beispiel ein besserer Atheist, denn er zeigt diese extreme Linksseitigkeit nicht. Er hat einen Sinn für Gerechtigkeit und wird wütend, wenn Unrecht passiert. Bei ihm ist es eine gesündere Form von Atheismus und Wissenschaftsglauben. Seine rechte Gehirnhälfte ist noch intakt. Allerdings glaubt er auch an den Staat, was mich dann doch denken lässt, dass das der Einfluss der Atheistengruppe sein könnte, der er sich zugehörig fühlt. Es gibt aber auch bei den Libertären eine Gruppe mit einem sehr starken linksseitigen Ungleichgewicht. Das heißt Menschen, die nur mit ihrem Intellekt arbeiten, denen aber jeglicher Mut und jede Leidenschaft, sich wirklich für die Freiheit einzusetzen,
fehlt. Diese typische Wissenschaftlermentalität, die es natürlich nicht nur bei den Libertären, sondern überall im wissenschaftlichen Bereich gibt. Denn zu wenige Wissenschaftler benutzen ihre rechte Gehirnhälfte ausreichend. Ich denke, die meisten verstehen, was ich meine, wenn ich den typischen Wissenschaftler beschreibe, der auf der analytischen Seite zwar mega intelligent ist, aber trotzdem so naiv ist, dass man ihn auf der zwischenmenschlichen Ebene extrem einfach manipulieren könnte. Die meisten Wissenschaftler sind sehr autoritätshörig und schaffen es sogar, aus Respekt vor der Autorität ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zu revidieren. Deshalb gibt es so wenige Wissenschaftler, die den Mut haben, gegen offensichtliche Lügen wie den Klimawandel, 9/11 oder die Chemotherapie aufzustehen. Es ist leider nicht Teil der Wissenschaftlerpersönlichkeit, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, und damit sind Wissenschaftler auch oft nicht wirklich weise oder aufgeklärt, sondern in ihrer linken Gehirnhälfte gefangen, wobei diese Autoritätshörigkeit wiederum ein Ungleichgewicht in Richtung der rechten Gehirnhälfte ist. Ich sage eben nicht, dass man nur in eine Richtung unbalanciert sein kann. Wenn das Gehirn polarisiert ist, kann es in beide Extreme schlagen. So glauben die libertären Wissenschaftlertypen so naive Dinge wie die Idee, sie müssten die Politiker einfach nur auf ökonomische Gesetze aufmerksam machen und schon werde alles gut. Man macht den Mächtigen den Vorschlag, doch bitte ihre Macht abzugeben. Das ist die typische Naivität der fast immer nur analytisch denkenden Menschen. Diese Libertären können auch nicht wirklich wütend werden. Sie erklären zwar, was die Lösung wäre, aber sie sind nicht wirklich wütend über den Zustand, in dem sie sich befinden und wie sehr sie selbst durch diese Ungerechtigkeit leiden mussten. Sie sind in dem, was sie tun, kein Stück emotional. Sie beklatschen nicht den Mut von Menschen, die mal etwas gegen das System tun, und zeigen auch keine wirkliche Entschlossenheit darin, die Welt zu verändern. Sie stehen zwar hinter ihrer Idee, aber sehen nicht das enorme Potenzial, das hinter ihrer Idee steckt. Sie sagen sich, wir sitzen lieber auf unseren Veranstaltungen und reden über Freiheit. Wir haben keinerlei große Vision, die Welt zu verändern, denn wir sind viel zu intellektuell dazu. Wir sehen nicht mal, wie viel Potenzial wir haben. Es fehlt einfach an Leidenschaft und Emotion für die Sache. Der typische Wissenschaftler ist deshalb auch ein guter Sklave. Für mich übrigens ein sehr typisch deutsches Problem. Einerseits extrem clever in Wissenschaft und Handwerk, andererseits der perfekte Sklave, eben gefangen in der linken Gehirnhälfte. Ich könnte mich irren, aber bei der typisch deutschen Naivität sehe ich nicht so stark, dass es an Emotionen und Mitgefühl fehlt. Es fehlt mehr an der Fähigkeit zum ganzheitlichen Denken der rechten Gehirnhälfte. Das ist meiner persönlichen Einschätzung nach das Hauptproblem beim typischen deutschen Depp. Dann kommen wir mal zu Beispielen extremer Rechtseitigkeit. Dazu gehören Naivität, Kindlichkeit, Sklavendenken, primitiver religiöser Glaube. In erster Linie ist es der Gedanke, man müsse nichts machen, um sich zu wehren. Es werde schon alles gut, der typische New Age Glaube. Es gibt nichts Böses, oder nur indem ich meine Aufmerksamkeit auf das Böse richte, kriegt es Macht. Das macht natürlich absolut Sinn. So wie ein Mörder, der einen umbringen will, es sicher nicht schaffen wird, wenn man ihn ignoriert. So als ob die Atombombe nicht auf dein Haus fällt, wenn du sie nicht beachtest. Die See-No-Evil-Mentalität, die drei Affen. Der Glaube, dass man ein Problem nicht lösen muss, sondern es Macht über einen gewinnt, wenn man ihm seine Aufmerksamkeit widmet. Ein absolut geisteskrankes Weltbild, das nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und ein Weltbild, das einen perfekten Untertanen erschafft. Jemand, der wie ein Kind alles akzeptiert. Die analytische linke Gehirnhälfte schaltet sich zu selten ein, um die schwachsinnigen Ideen zu filtern. Die extremste Form von Rechtseitigkeit ist sicher Religion, aber es gibt auch andere nicht-religiöse Ideen, die in den deutschen alternativen Medien sehr stark verankert sind. Zum Beispiel die Idee, dass es keine Schuldigen gibt. Also wenn man Leuten erklärt, dass die Polizei unsere Rechte bricht und dafür zur Verantwortung gezogen werden müsste, hört man oft Sätze wie: Der Polizist ist doch gar nicht schuld, der spielt doch auch nur seine Rolle. Wie oft ich diesen Satz höre: Der spielt doch auch nur seine Rolle. Das System an sich ist einfach schlecht. Schieben wir doch niemandem die Verantwortung zu. Was in Wahrheit nur eine Ausrede dafür ist, dass man sich nicht getraut, die Realität anzuerkennen, das Gesetz von Ursache und Wirkung, und sich dann mit den Verantwortlichen der gewissenlosen Polizei anlegt. Und natürlich getraue ich mich das selbst auch nicht, aber ich rede mich wenigstens nicht raus und erkenne an,
dass es sehr, sehr böse Menschen gibt, die mir nachweislich meine Freiheit nehmen. Menschen, die man bekämpfen sollte und die meine Feinde sind. Und ich erkenne an, dass die Okkultisten-Elite zwar ebenfalls die Verantwortung dafür trägt, dass ich versklavt bin, aber dass es in erster Linie die Befehlsausführer sind, die all das Leid und das Elend auf dieser Welt möglich machen. Checkt mein Video dazu aus. Dann noch die viel extremere Form von rechtzeitiger Unausgeglichenheit. Der Glaube an eine Religion. Man kann das Wort Religion aber auch weglassen, denn Rechtzeitigkeit ist in erster Linie der naive Glaube an etwas, sei es das, was man heute unter Religion versteht, sei es ein Personenkult oder der Glaube an die Regierung. Es ist immer Glaube ohne Wissen dahinter. Glaube ohne eine Idee zu hinterfragen. Vollkommene Naivität. Man sieht auch klar, warum man die rechte Gehirnhälfte als weiblich bezeichnet, denn Frauen sind viel anfälliger für diesen emotionalen, realitätsfernen Glauben an eine irrationale Idee. Deshalb zieht die emotionale Propaganda auch primär auf die Frauen ab, um so die Männer zu bekommen, die sich nach den Frauen richten. Dann gibt es natürlich auch die richtigen Religionen, also das, was jeder als Religion erkennt, die Sache mit Gott oder Göttern, Wundern, Prophezeiungen und so weiter. Auch wenn ich mir dumm vorkomme, das zu sagen, aber das, was in der Bibel oder im Koran steht, ist nicht das Wort Gottes. Man muss die linke Gehirnhälfte weitgehend in den Urlaub geschickt haben, um die Inhalte der religiösen Bücher ernsthaft zu glauben. Bei Rechtzeitigkeit gibt es eben keinen Filter mehr und man beginnt wie ein Kind alles blind zu akzeptieren, sei es noch so geisteskrank. Wenn man die Menschen erstmal so weit hat, dass sie den Religionen glauben, dann kann man ihnen natürlich auch allen möglichen Schwachsinn einimpfen. Vom Heiligen Krieg im Koran sollten die meisten ja schon etwas gehört haben. In der christlichen Szene dominiert vor allem der Erlösergedanke, dass eines Tages jemand kommen wird, den die Bibel angekündigt hat, und der wird uns alle retten. Ich muss selber nichts tun, um den heutigen Zustand der Welt zu verbessern. Gott hat es so gewollt und Gott hat immer recht. Ich bleibe einfach passiv und ein guter Sklave. Eines Tages kommt dann Jesus zurück und er rettet uns alle. Die gleiche Idee gibt es auch in der New Age Bewegung, nur die Namen sind vertauscht. So war zum Beispiel der amerikanische YouTuber The Vigilant Christian früher ein New Ager und jetzt ist er ein Christ. Er hat einfach den Käfig getauscht. Und mit Christ meine ich nicht jemanden, der sich nur das Handeln von Jesus zum Vorbild nimmt, sondern jemanden, der wirklich jedes einzelne Wort der Bibel glaubt. So auch Römer 13, ein Vers, der sagt: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Also ein Vers, der den Staat legitimiert. Ein Vers, der sogar Römer heißt. Ein Vers, der von den Römern kommt, die das ursprüngliche Christentum nachweislich pervertiert haben. Aber trotzdem muss der Satz für die rechtzeitigen Christen natürlich von Gott kommen, denn sie sind in der rechten Gehirnhälfte gefangen und zu keinerlei Logik fähig. Man muss sich das mal vorstellen. Sicher 90% der heutigen Christen glauben, der Staat dürfte die Gesetze machen. Dabei steht in ihrem Buch, dass das Gesetz nur von Gott kommen kann. Dass nur Gottes Gesetz zu gelten hat. Also ein vollkommen widersprüchliches Denken. Einerseits ist alles außer Gottes Geboten illegitim, andererseits ist es schon okay, wenn der Bundestag jede Woche ein paar willkürliche Gesetze beschließt. Wenn Religiöse wenigstens glauben würden, ihre religiösen Gesetze wären in Stein gemeißelt, dann würden sie immerhin erkennen, dass der Staat kein Recht dazu hat, zu sagen, was richtig oder falsch ist. Aber bei Rechtzeitigkeit gibt es sowas wie logische Argumente nicht, deshalb macht es auch gar keinen Sinn mehr, mit Religiösen zu diskutieren. Das kann man sich abschminken. Natürlich muss an dieser Stelle der Endzeitreporter MCM aus Deutschland erwähnt werden, eine Person, die vollkommen hoffnungslos in der rechten Gehirnhälfte gefangen ist und deshalb komplett verloren ist. Rechtzeitigkeit bedeutet, seine Herrscher zu akzeptieren und zu glauben, man wäre in irgendeiner Form erleuchtet oder spirituell oder eben erfüllt mit der Liebe Gottes. Dabei kann echte Spiritualität nur durch Freiheit entstehen. Um mal die Dynamik zu beschreiben, die entsteht, wenn linksseitig auf rechtzeitig trifft. Also die extremste Form der Linksseitigkeit ist der essentielle Psychopath. Jemand, der nicht mal theoretisch in der Lage wäre, seine rechte Gehirnhälfte zu aktivieren. Jemand, der nicht einmal Emotionen haben könnte. Für den Psychopathen ist Naturrecht sowas wie ein Gefängnis. Er fühlt sich erst frei, wenn die anderen Menschen keine Rechte haben und er sie unterdrücken kann. Und die extremste Form von Rechtzeitigkeit ist ebenso ein typischer ultranaiver Typ, der aufgehört hat zu denken. Der Psychopath hat eine
ausgeprägte linke Gehirnhälfte und kann sich darauf konzentrieren, herauszufinden, was er sagen muss, um den Rechtzeitigen für sich zu gewinnen und ihn dann zu versklaven. Da der Psychopath kein Gewissen und keine Selbstwahrnehmung hat, ist es ihm auch egal, welche Lügen er erzählen muss und wie extrem sein Opfer leiden wird. Andersherum wird das rechtzeitige Opfer jeden offenkundigen Widerspruch und jede offensichtliche Lüge des Psychopathen wohlwollend ignorieren und sich von ihm versklaven lassen. So funktioniert die heutige Welt, auch wenn der Fall nicht immer so eindeutig ist wie in dem Beispiel. Wie gesagt, man kann aber nicht bei jeder Person pauschal sagen, zu welcher Gehirnhälfte sie neigt. Viele Menschen sind auf beiden Seiten polarisiert. Man kann Wissenschaftler sein und privat esoterischen und religiösen Schwachsinn glauben. Es geht der Elite in erster Linie darum, das Gehirn ständig im Ungleichgewicht zu halten, egal zu welcher Seite. So sind auch Polizisten einerseits sehr linksseitig, da sie ihre Mitmenschen gerne unterdrücken und ihre Macht genießen, sie werden dann aber sehr rechtzeitig und unterwürfig wie ein kleines Kind, wenn ihr Herrscher vor ihnen steht. Dann machen sie brav Sitz und gehorchen ihrem Herrchen. Also die Befehlsempfänger wollen sowohl der Herrscher und der Beherrschte sein. Und das ist natürlich der ideale Zustand für die Okkultisten, um sie als ihre Hunde einzusetzen, die nach unten treten und nach oben buckeln. Damit hätte ich mal im Groben beschrieben, was es für Charakterstörungen gibt, die mit einem Ungleichgewicht des Gehirns zusammenhängen. Nur weil ich diese Schwächen erkannt habe, heißt das aber nicht, dass ich nicht selbst unter ihnen leide. Das ist aber das Schöne, das Bewusstsein darüber kann einem helfen, diese Schwächen zu kontrollieren. Das Allerwichtigste ist, das Bewusstsein darüber überhaupt zu haben. Die Erkenntnis ist in der Psychologie schon weit mehr als der erste Schritt zur Heilung. Jeder Mensch hat negative Seiten und Schwächen und man muss diese Schwächen auch nicht alle besiegen. Aber man sollte sich der Schwächen bewusst sein. Man kann sogar ein Psychopath sein. Wenn du als Psychopath weißt, dass deine Natur an sich eine Schwäche ist, dann kannst du lernen, damit richtig umzugehen. Ein gutes Beispiel gibt die Serie Dexter. Der Typ ist ein Vollblutpsychopath, aber trotzdem kein schlechter Mensch, weil er intelligent genug ist, seine Schwäche zu kontrollieren. Wenn aber diese Selbstreflexion fehlt, dann beginnen die Probleme. Das gilt für jede negative Emotion. Man kann ohne Probleme grundlos neidisch auf andere sein, solange man sich selbst bewusst ist, dass dieser Neid eine Schwäche von einem selbst ist. Erst bei fehlender Einsicht beginnt das Problem. Das ist wichtig zu verstehen. Wir sind alle zu einem gewissen Grad Opfer davon, aber mit Erkenntnis und Wissen lässt es sich kontrollieren. Mark Persius als ehemaliger Okkultist eine relativ vertrauenswürdige Quelle. Wenn er sagt, dass diese Dynamik der zwei Gehirnhälften im Okkultismus eine extrem wichtige Rolle spielt, dann glaube ich ihm das. Aber ich glaube ihm nicht nur blind. Ich sehe, dass all das, was er sagt, absolut Sinn ergibt. Zwar kann man Symbole unterschiedlich interpretieren, aber die Gehirnhälften spielen wohl auch eine ganz entscheidende Rolle in der okkulten Symbolik. Den Gegensatz von blauer und roter Farbe sieht man zuhauf auf Logos, Grafiken oder Flaggen. Politische Parteien werden nicht zufällig in links und rechts eingeteilt. In der Kabbala gibt es den Pfad der linken und rechten Hand, aber der mittlere Pfad ist der richtige Pfad. In der Freimaurerei gibt es drei Säulen und die mittlere ist die Säule der Erleuchtung. Man denke an die Hegelsche Dialektik. Also es geht immer um den Mittelweg zwischen etwas und dieser Mittelweg scheint unter anderem die Balance zwischen den beiden Gehirnhälften zu symbolisieren. So könnte man auch interpretieren, dass der 11. September mit der Zerstörung der drei Türme ein symbolisches Ritual für den Angriff auf das Bewusstsein war. Man greift die drei Säulen der Freimaurerei an, die die linke und rechte Gehirnhälfte sowie den Mittelweg zwischen ihnen symbolisieren. Das scheint wohl die tiefere Bedeutung dieser okkulten Symbolik zu sein, wenn man Mark Persio glaubt. Und ich kann sagen, es gibt kaum eine authentischere Person als ihn, auch wenn es keinen hundertprozentigen Beweis dafür gibt, dass er in der Church of Satan war, er müsste schon verdammt gut lügen. Damit wäre ich endgültig fertig. Eigentlich gäbe es aufgrund der geopolitischen Lage viel dringendere Videos. Momentan gibt es echt eine Menge Grund zur Sorge. Ich werde dazu in Kürze auch noch ein Video machen. Aber dieses Video hatte ich schon lange geplant und musste es endlich mal umsetzen. Also danke fürs Zuhören. Bis bald.